Bodydub. So, ich habe jetzt zwar das Kupfer verarbeite ich wie blöd, aber ich brauche ja Bronzebarren und die kriege ich nur, wenn ich da brauche ich gar keine Kupferbarren für. Ach so. Ups. Ups. Okay, okay, okay. Dann mache ich das hier noch fertig und der Rest. Der Rest mache ich dann später. Man kann hier gerade noch die Holzdielen, oder? Was könnte ich denn? Holzbrett, Holzdielen. Kupferplatte vielleicht. Ne, brauche ich ja nicht unbedingt. Und Marmor. Hätte ich jetzt Marmor wieder, oder? Nee. Steine hätte ich en masse. Steine hätte ich wie Blöde. Vielleicht kann ich da was für verbasteln und... kann ich ja verkaufen, ne? Oder? Ja, genau. Gut. Das werde ich jetzt mal verscherbeln gehen. Hallo, Sophie, wie geht's dir? Ach, du möchtest einen Korb? Das ist ja witzig. Den hätte ich dir halt diese Woche eigentlich geschenkt. Tut mir leid, in meinem hohen Alter werde ich langsam vergesslich. Ich muss meinen Korb irgendwo in der Stadt stehen gelassen haben, aber ich weiß nicht, wo ich suchen soll. Kannst du mir helfen? Ja. Keine Sorge, ich werde ihn finden. Wo warst du denn zuletzt? Ach, die möchte einen bestimmten Korb. Das ist wirklich nett von dir. Ich habe Milch an Portias Schule geliefert. Wahrscheinlich habe ich ihn dort vergessen. Ist das jetzt wirklich ein bestimmter Korb? Den Korb in Schulnähe finden, Tatsache. Wie war das mit dem Fisch? Ja, eigentlich könnte ich doch den Fisch, könnte ich gerade jetzt erledigen. Ich habe zwar nur diesen Sternefisch, aber mein Gott. Wir haben's jo, ne? Wir haben's jo. Das wäre ja sowieso in der Nähe. Warte, 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 warte. Hallo, na du? Claudi, nun, da du Teil der Klatschtruppe bist, musst du mir verraten, wo du deine Klamotten kaufst. Das sind natürlich Standardprozedere. Ich habe dieselben Klamotten an seit Anfang. Also vor 3 Wochen. Da ist nichts gekauft. So. Genau, was ich brauche. Bitteschön. So, in der Nähe der Schule. Hier irgendwo. Oh. Hast du hier irgendwo einen Korb gesehen? Du meinst Oma Sophies Korb? Ja, er war direkt... Oh, wo ist er hin? Tobi hat ihn gerade aufs Dach geworfen. Er sagt, er sei wirklich stark. Ich habe ihn dazu angestachelt. Die Polly. Was, Tobi? Tut mir leid, aber du wirst den Weg aufs Dach finden müssen. Ach, ich hab den Fisch ge... Hä? Wieso? Wie willst du... Ach, da ist er ja. Da ist er. Da ist er. Ist ja putzig. So, die Sophie, die ist jetzt bestimmt heimgegangen. Warte, warte, warte. Du hast...
hab Bock auf Fisch. Miau. Kannst du mal jetzt wieder hinterher? Ja, ein Dickli, der kleine Dickli. Oh, die spawnt sogar. So, ich gehe mal davon aus, dass die jetzt schnurstracks heimgerannt ist, gelaufen. Sonja hat mich überredet, einige Gurken und Tomaten als Basis für eine Gesichtscreme anzupflanzen. Jetzt bin ich ziemlich gespannt auf das Ergebnis. Die Miezekatze. Ist doch wahrscheinlich hier auf dem Feld, oder? Bei den Tieren. Nee? Oder? Doch. Da ist. Oh! Hitchcock, Vögel. Ja, alles klar. Geh da mal weg. Heiligsblechle. Kommt man gar nicht an die Olle ran. Mein Korb, ich kann dir gar nicht genug danken. Doch, kannst du. Bisschen was an Futter oder so. Was? Der Wassertank. Claudi, ich denke, wir haben dir vielleicht einen Auftrag für dich. Wir brauchen auf dem Bauernhof einen Wassertank. Kannst du mir einen bauen? Im Gegenzug mache ich dir eine schöne Kürbistorte. Das ist jetzt nicht wirklich eine riesen Gegenleistung, oder? Also, so meine ich. Ein Wassertank. Mich veräppeln. Warum hat denn das jetzt nicht geklappt mit dem Fisch? So, ich kann immer nur einen Fisch geben. Deswegen hat das nicht funktioniert. Ich hätte beide Fische ihm geben müssen. Und irgendwie dachte ich, da hätten wieder drei gestanden. Da habe ich mich dann doch verguckt. Und da habe ich den letzten doch dem Kaderchen gegeben. Also irgendwie. Das hätte eigentlich nicht funktionieren dürfen, oder? Gut, dann. Gehe ich jetzt doch noch ein bisschen Ruinen ruinieren. Ein bisschen unsicher machen. Morgen muss ich darauf achten, da haben die Kinder haben Geburtstag, die drei Mädels. Also ich wollte ja hier, wollte ich ja nach Lincolns gehen. Kinder, die mögen Zeugs, was ich nicht hab. Ungünstig. Kupfer. Das klingt schön. Gut, dann gehen wir noch rechts.
so schön drüber unterhalten, dass es hier tatsächlich möglich ist, beziehungsweise es als Option gibt, wenn du bei einer unterschiedlichen geschlechtlichen Ehe gefragt bist von deinem Partner, ob du dann ein Kind möchtest, dann wird tatsächlich die Option Adoption auch gewährt. Nicht nur für gleichgeschlechtliche, weil das ist ja die einzige, die da gerade möglich ist. Ich meine, hier gibt es zwar eine Klinik, aber ich weiß ja nicht, wie weit die sind. Und Adoption ist ja immer eine Option, hallo. Also ich meine, ne, es gibt genug Kinder auf der Welt, die keine so große Glück haben. Obwohl Glück auch relativ ist, ne? Ich meine, nur weil du die DNA von jemandem hast, heißt das noch lange nicht, dass du das wirklich, ne, als ob das was Besseres wäre. Wirklich nicht, bei manchen Fällen. So, ach, ich könnte ja eigentlich, ich glaube, ich bin schon mal 2 Level gestiegen. Ich habe die Skills immer noch nicht verteilt, ne? Ich bin vor lauter Buddeln, habe ich das jetzt nicht geteilt. Jedenfalls war es so, erstens mal, dass dann eben bei dem unterschiedlich geschlechtlichen Paar ist es tatsächlich so, dass die Option überhaupt mal gegeben wird, anstatt gleich davon auszugehen, ja, ne, wenn es geht, dann machen wir es. Das finde ich eigentlich ganz nett. Aber was ich total witzig finde, ist, dass wenn man adoptiert, dass dann im Grunde genommen auch rauskommen kann, was immer rauskommt. Ne? Also, dass dann das Kind vielleicht blaue Haut hat. Das fand ich total witzig. Ich wusste jetzt gar nicht bei der Charaktererstellung, dass man tatsächlich auch die Hautfarbe so total schräg machen kann. Das wusste ich nicht. Also ist mir entweder nicht aufgefallen oder ich habe dann eben Käse gelesen. Das könnte natürlich auch sein. Aber generell finde ich die Idee echt ganz komisch. Dass du dann so ein Alien-Kind da hocken hast und du denkst dir, okay, alles klar. So. Ich gehe jetzt noch ein bisschen was sammeln, damit ich noch genügend Dingenskirchens hab. Hier so, wie nennt man die Viecher? Würmer. Weil die kriegt man ja, glaube ich, so wie ich das verstanden habe, nur durch Aufsammeln. Nicht unbedingt gegen die Bäume treten. Mit dem kann man nicht reden, ne? Wäre auch sehr schräg. Obwohl, wenn man mit der Katze reden kann, kann man auch mit dem Pferd reden. So, habe ich jetzt eigentlich hier, ja, 3 Stück. Nicht viel, aber immerhin. Nicht viel. So. Ja, die haben ja alles hier schon weggesammelt, ne? Der Doktor, der kommt ja auch ab und zu hier vorbei und sammelt Zeugs. Ja, ich habe noch Zeit. Da ist... Marmor könnte ich mal gucken. Ah ne, verkehrt. Das war Marmor, ne? Das dunklere. War das Marmor? Ja, Tatsache. Das war Marmor.
denke, ich muss dann doch morgen, muss ich mal zur Bäuerin, muss dann doch mal schauen, ob ich vielleicht auch ein paar Würmer kaufe. Bin ich ja doch ein bisschen geizig für, ehrlich gesagt. Ich meine, Würmer? Würmer? Andererseits muss ja die bestimmten Fische auch finden. Was mich total irritiert, dass er eben noch nicht mal eins von zwei Fischen abgehakt hat, sondern da steht halt 0 von 2. Aber er hat darauf reagiert, als ich es ihm in die Hand gedrückt habe. Von daher ist es, ja, ne? Muss ich nicht verstehen, oder? Muss ich nicht verstehen. Nein, 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 muss ich nicht verstehen. Das Spiel will mich nur verwirren. Das will mich nur Wurst machen. So. Grüß euch. Da glitzert. Glitzer. Ist aber auch ein bisschen schwer zu sehen jetzt gerade, ne? Ich habe ja so eine Grubenlampe irgendwo gesehen. Kriegt man damit besser Dinge hier sichtbar gemacht im Dunkeln oder ist das einfach nur so, keine Ahnung, Ausdauer-Deko-Käse? Das glitzert. Das ist ja so richtig schlecht, sehe ich eigentlich nicht, ne? Wohl vorbeigelatscht. Holz, das macht doch mal nichts. Und die Bäume sind schön nachgewachsen. Nur noch einen. Aber das kann ich sogar noch abwarten, ne? Da ist nix. Da mal alles einsortieren. Was ist das? Wasserbehälter aus Porzellan Teil 2. Ich meine, ich hätte hier Teil. Ups. Ich hätte hier Teil 1. Nee, Quatsch. Die Sachen habe ich ja hier. Das sind hier, ne? Würde ich ja doch vermuten, da gibt es auch nur zwei Teile. Ne? Jo. Sieht so aus. Da könnte ich vielleicht doch mal ins Forschungslabor gehen. Und da genauso. Das mal für irgendwas testen. Marmor wusste ich nicht, wusste das System nicht wohin, weil ich keinen hatte. Ach so, und deswegen. Ja, ich habe schon wieder Steine ummas. Und eher, nee, Sand. Sand habe ich auch ummas. Okay. Ah, jetzt habe ich gar keine Steine mehr. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich semi-optimal. Dann macht das Spiel ja keinen Unterschied, ob ich die in der Tasche habe oder nicht. Ja, okay.
Was mache ich denn eigentlich mit der Erde? Kann ich da noch irgendwas tun? Den Wassertank. Muss ich den da extra irgendwie machen? Handbuch. Gegenstände. Wassertank. Ah, hier. Sind wir da? Holz brauchen wir. Witzig, Steine. Na gut, Stein, Ziegel. So, ja, das nächste Mal, wenn ich Steine habe, dann wäre es intelligenter, wenn ich dann tatsächlich Stein, Ziegel draus mache. So viel habe ich. Ziegel, so viel habe ich nicht, ne? Ne, 14. Gut, wie ist es hier? Noch ein paar Minütchen. Und dann mache ich Bronze. Auch dann Bronzebalken. Wie hatte ich hier? Zwei Stück nur. Ein ist okay. Alles klar. Hier muss ich gucken, dass ich dann doch was rauszerre. Hier raus, dafür die Steine hier rein, damit ich die, obwohl das hier könnte ich eigentlich auch rausholen. Was ist das nochmal? Blutstein. Heißt der Geier. Schmeiß ich mal hier raus. Ich glaube, die Baumwolle ist schon fertig, oder? Kann das sein? Ist am Glitzern, deswegen. So, schmeiß ich mal kurz hier raus. Was war das nochmal? Bambus-Papaya. War das noch dabei? Gleich falle ich um. Ganz knapp, du. Ganz.